Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Ach so, ich dachte zurück in die Anstalt. Oder auch, man könnte sagen, zurück in die Anstalt. Hier mit dem Papillon. Ich hab mal einen neuen Charakter wieder genommen. Ich hab Herzschlag. Es ist die Krankenschwester. Ich habe hier einen äußerst zarten Bezirzungsschrei gehört. Da helfe ich euch mal. Das ist ja nett von dir. Schreckst aber erstmal die. Ne, die Krähen sind doch. Du hast sie wieder aufgeschreckt. Ja, ich bin hier nicht kein Krähenflüsterer wie ihr. Ich auch nicht. Jetzt kommt sie gleich. Na jo. Nö, noch nicht. Mach ich halt die Arbeit zu Ende. Jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen, weißt du? Zack, siehst du, Generator fertig. Hier ist der nächste. Aber hier habe ich Herzschlag. Ja, da vorne ist er. Sie ist abgeschwirrt. Fürs Erste. Wow. Da war sie vor mir. Hätte das gedacht. Die ist immer noch hinter mir. Und du bist hier irgendwo bei mir. Ich gehe wieder zum Generator. Was machen die anderen eigentlich? Kann ich dir nicht verraten, was die anderen machen. Also ich mache einen Generator. Das finde ich gut. Ich bin dabei. Letztes hatten. Oh, die machen auch einen Generator. Ja, die haben hier einen gemacht. Obwohl ich gerade den Killer hingelockt habe. Das ist gut. Dann kann ich hier unseren zu Ende reparieren. Ich werde die aber auch nicht los, ne? Doch, jetzt bin ich so los. Und ich denke, du wolltest den Generator zu Ende reparieren. Ja, da ist sie bloß. Ich weiß, ich sehe es doch gerade. Und jetzt hat sie mich im Schrank erwischt. Nein. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen hat, aber... Ja gut. Jetzt hänge ich hier. Vorsicht, die kommt in deine Richtung. Und hat nochmal auf den Generator haut sein. Ich sehe, du bist runter. Ja, ich heile mich gerade selbst. Finde ich gut. Jetzt habe ich sie wieder an den Hacken. Ne, jetzt ist mir nicht so losgeworden, Gott sei Dank. Ich habe den Generator zu Ende gemacht, ne? Ja, habe ich schon gesehen. Ganz in Ruhe, während sie da rumgelaufen ist. Ich habe wieder einen gefunden. Ich habe hier die ganze Zeit Herzschlag. Das ist nicht gut.
Oh, die glitscht sich durchs Fenster. Naja, die hat diesen Teleport-Dingens. Du hast einmal gehangen bis jetzt, ne? Alter, wie konnten die mich da kriegen? Frage ich mich. Jetzt hänge ich das zweite Mal. Ich komme gleich zu dir. Oder siehst du, ob wer anders kommt? Nee. Dann retten wir dich gleich. Die ist aber bei mir in der Nähe. Ja, egal, wir retten dich trotzdem halt durch. Die da hinten reparieren Generator. Ich weiß, das bin unter anderem ich. Ich habe die Luke gefunden, die ist in der Mitte, falls es notwendig wird. Geil. Oh scheiße, wenn sie sich nochmal aufhängt, war es das ja für dich. Oh, dann lass uns abbauen. Komischerweise stehe ich. Ne, also ja. Falls es notwendig ist, Luke ist in der Mitte. Weißt du, wo ich meine, ne? Nur so eine verdammte Ausgangstür finden. Ich dachte als erstes, die hat mich umgenietet und dass ich dahin falle, aber irgendwie. Irgendwie nicht? Irgendwie nicht. Wo ist denn diese Shit-Ausgangstür? Ich bin bei einer Ausgangstür. Wenigstens einer. Ich glaube, ich jetzt auch. Ja. Ist auch schon offen, die eine. Ja, schön, dass ihr es sagt. Ne, die eine hier. Keine Ahnung. Ich bin bei einer geschlossenen. Gerade aufmache. Okay, sind sie hier? Ja, kannst du. Sie ist hier bei mir. Oh ne, jetzt hat sie noch einen erwischt. Hoffentlich kann er wegkriechen. Ne, jetzt hat sie beide erwischt. Bist du schon... Ja, was ist denn da los? Der eine konnte abhauen. Ja. Rauskriegen. Ja. Das haben wir nur. Den anderen? Den anderen hat sie gerade auf der Schulter. Retten wir, oder? Ja, lass uns versuchen. Der ist ja direkt vorm Ausgangstor hier. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wenn sie jetzt campt, dann müssen wir mal gucken. Meine Gutmütigkeit wird mir nochmal zum Verhängnis. Na, hast du recht. Ich weiß nicht, jetzt ist gerade Herzschlag weg, ich gehe hin. Ich habe Herzschlag. Ich auch. Egal, ich hole sie trotzdem runter. Lauf. Und da sind wir entkommen. Sehr gut. Na, das war doch mal was. Immer wieder. Auf der Jagd nach dem Ausgangstor. Sehr schön. Ich hab's gefunden, aber wir können es noch nicht benutzen. Wir müssen Generatoren reparieren. So, das wusste ich nicht. Oh, ich glaub's selber nicht. Die Toten scheinen nicht verflucht zu sein. Oh, was soll ich selber nicht glauben? Killer wieder bei dir? Na, aber bitte. Selbstverständlich. Oh, diesmal ist sie sogar direkt hinter mir. Direkt hin. Diesmal ist sie. Wer ist es denn? Der Geist. Ach so, der Geist ist nur sie. Keine Ahnung. Ah, Mist, hat er mich. Das war zu viel des Guten. Ich hoffe, dir wird geholfen. Hier ist um die Ecke gleich einer, den. Ich vermute mal, dass der mir hilft.
dich unsichtbar gemacht. Ich habe hier einen Generator. Er ist natürlich wieder hinter mir her. Verdammt. Achso. Da ging es nicht mehr weiter. Ist er immer noch bei dir? Ah ja. Heb dich auf und bring dich in den Keller wahrscheinlich. Wenn es hier im Keller geht, ja. Wenn du ins Haus bist? Ne, bin ich ja nicht. Ich bin vorm Haus. Und runtergewickelt. Dann komm mal hier hoch ins Haus. Da kann ich dich heilen. Wenn du ihn natürlich abgeschüttet hast. Nee. Ich werde ihn natürlich nicht los, weil er natürlich meine Spuren die ganze Zeit folgen kann. Diesmal habe ich ihn auch direkt zum Haken geführt. Aber den will er wohl nicht. Er will dich in den Keller bringen. Ah, das will er wirklich. Aber. Das gibt's doch nicht. Ist ein Facecamper? Nee, gerade nicht. Jetzt guckt er aber erst mal im Keller zufällig wahrscheinlich alles ab. Jetzt macht er sich unsichtbar und geht die Treppen hoch. Mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen. Er ist die Treppen nicht hochgekommen. Also, hier unten ist er weg. Aber mehr weiß ich nicht. Jetzt habe ich Herzschlag. Ja, der ist aber nicht runtergekommen. Nicht weggegangen. Der Wichser. Das ist ein Facecamper. Das war's. So. Und ich bin ihnen in die Arme gesprungen. Das war das also auch für dich. Ah, diesmal hat er mich. Konnte ich keinen Haken schlagen. Da hat er mich aufgehangen. Ist aber im Facecamper gewesen. Der war bei dir da in der Nähe. Okay, ja, letztlich. Bei mir steht er hier jetzt auch irgendwo in der Nähe. Finde ich schon gut, dass beide da jetzt einen Generator machen. Weil der läuft da nicht hin. Oder anscheinend ist er bei den einen. Ne, der eine kommt einfach so, glaube ich, zu mir. Ich glaube, der will ich retten, ja. Ja. Aber es ist ein Facecamper, hier, pass auf. Naja, Facecamper ist es nicht wirklich, weil du siehst ihn ja nicht. Ja, gut. Und es ist ein Camper. Hier. Ja, ja. Gut, es war kein Facecamper, wie wir eben mitgekriegt haben. Weil dann muss er uns immer angucken oder was, ne? Richtig, dann muss er direkt stehen bleiben. Das ist dann nochmal die schlimmere Stufe vom Campen. Nicht, dass Campen schon schlimm genug ist. Und es ist halt nur ein Camper. Oh, finde ich schon schlimm genug. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Für mich sind solche Leute überall im Spiel.
Ich mach jetzt den General. Ach so, der ist schon fertig, der General. Der ist fertig. Aber hier war doch noch einer, meine ich. Hier kein General da. Ist unten im Keller. Ja gut. Der wird da wahrscheinlich campen, weil ich ihn kenne. Wahrscheinlich um die Ecke irgendwo, ja. Wenn wir den Namen nennen würden, ne, dann könnten wir ja ihm, wenn wir die Adresse hätten, so ein Campingbesteck hinschenken. So ein Zelt. Ein Gaskocher, ne? Damit er schön weiter campen kann. Das lohnt sich nicht, den zu retten, weil, ja. Aus genannten Gründen. Tja. Wenn der hier nicht auftaucht, dann wissen wir ja, wo er steht. Unten im Keller und wartet. Aber zu der Party kommen wir leider nicht mehr. Eigentlich müssten wir jetzt so dreist sein und hier die ganze Zeit stehen bleiben, bis er kommt. Und dann raus, gut, dann nächste Sekunde. Na, der andere wird den wir retten wollen. Ja. Soll er machen. Wie machen wir das hier? Dann machen wir das hier und das hier. Und nochmal. Und nochmal. Um uns fit zu halten. Richtig. Ah, hast gesehen? Vom Marken genommen. Und der andere ist jetzt auch lediert. Jo. Hat er. Was für ein Wunder. Ja, ein Camper. Eine große Überraschung. Und hat er noch mal erwischt. Da kommt er, den anderen hinterher. Ja, der andere hat eh schon gewickelt, also ich glaube. Du überlebst es eh nicht mehr. Ja, das war's für ihn. Weißt du was, dann bin ich auch so ein Arsch und flüchte nicht. Bleib ich erstmal hier so stehen. Und wartest, bis er kommt. Ja. Da kommt er. Zack. Und da bin ich geflüchtet. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Mit euren Neon Green Monkeys. Ciao, ciao. Ciao.